Johannes Warwick ist mir nochmal zugeschaltet. Herr Warwick, wir haben heute auch gehört von einem Angebot, nenne ich es jetzt mal, des russischen Präsidenten Putins, der sagt, er verspreche eine Waffenruhe. Im Gegenzug müsste die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten und ihre Truppen aus den vier russisch besetzten Regionen zurückziehen. Ein weiteres vergiftetes Angebot des russischen Präsidenten oder wie beurteilen Sie das? Also zunächst einmal vertraut niemand mehr dem russischen Präsidenten und ich würde sagen, auch aus guten Gründen. Aber wir sollten doch versuchen, diese Bereitschaft zu Verhandlungen jetzt auszutesten, wie weit das geht. Und er hat insgesamt 6 Bedingungen jetzt genannt. Ein paar haben Sie genannt, aber es sind auch noch ein paar weitere, dass man unter anderem die Sanktionen aufhebt, wenn man ein politisches Arrangement erreicht hat, dass man sozusagen keine Nuklearwaffen in der Ukraine stationiert und ein paar andere Punkte. Und ich habe den Eindruck, dass man das entweder als Ablenkungsmanöver lesen kann, weil der Westen jetzt seine Unterstützung nochmal erhöht hat, oder aber es ist der Versuch, über einen Ausweg aus dieser Lage zu reden. Und ich vermag nicht einzuschätzen, welche Interpretation die richtige ist. Ich weiß nur, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, dass Russland ja gar nicht verhandeln will. Das Angebot liegt gewissermaßen auf dem Tisch. Die Bedingungen wären nicht gut für die Ukraine, keine Frage. Aber die Frage ist doch, sind bessere erreichbar für die Ukraine? Und auf die militärische Karte zu setzen und den Versuch machen, Russland gewissermaßen niederzuringen, das hat nicht so wirklich funktioniert in den vergangenen 2 Jahren und ich sehe auch keine Anhaltspunkte, dass das in der Zukunft klappt. Das heißt, wir sollten jetzt wieder der Diplomatie eine Chance geben. Und das ist schwierig, gar keine Frage. Da gibt es keine einfache Lösung. Und niemand, ich jedenfalls ganz gewiss nicht, will die Ukraine verhökern gewissermaßen, sondern die Ukraine soll zu möglichst guten Bedingungen aus diesem Krieg rauskommen. Aber die Frage ist, was ist realistisch erreichbar? Und ich glaube, da sollte der Westen nochmal nachdenken, ob der Kurs der vergangenen 2 Jahre der richtige ist. Ich habe meine Zweifel. Ja gut, über die Bedingungen für einen Frieden oder auch eine Zeit nach dem Krieg, da wird man auch jetzt am Wochenende noch mal auf der Friedenskonferenz in der Schweiz drüber sprechen. Da hat die Ukraine ja auch einen Plan erstellt. Lassen Sie uns noch einmal einen Schritt zurückgehen zu dem Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO. Wir haben gehört, oder eine Nachricht des Tages ist eben auch, dass diese zukünftige Ukraine-Unterstützung koordiniert werden soll aus dem hessischen Wiesbaden heraus. Warum ist Deutschland, warum ist Wiesbaden genau der richtige Standort dafür? Also ob der richtig ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat man das so entschieden, dass das jetzt als richtig betrachtet wird. In Wiesbaden gibt es einen starken amerikanischen Stützpunkt. Da ist die Logistik vorhanden. Deutschland ist einer der wichtigsten NATO-Staaten. Also es gibt schon gute Gründe, das da zu machen. Was interessant ist daran ist, dass jetzt das gewissermaßen von den Amerikanern auf die NATO übergeht. Und die NATO verbindet damit die Idee, dass man gewissermaßen diese Entwicklung jetzt Trump-fest machen will, wie das heißt. Also man erwartet offenkundig oder rechnet zumindest damit, dass Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnen kann. Und wenn Trump sich dann aus der Unterstützung der Ukraine zurückzieht, so der Gedanke, dann kann die NATO das weitermachen. Ob auch das aufgeht, habe ich meine großen Zweifel, weil wenn Trump wirklich eine andere Politik will, dann wird er das auch nicht der NATO erlauben, diese Politik zu machen. Insofern ist das jetzt ein Versuch, die Karten dann neu zu mischen, die NATO also stärker ins Boot zu holen. Gleichzeitig will man nicht, dass die NATO Kriegspartei wird. Das wollen insbesondere die Deutschen und ein paar andere Staaten nicht. Andere Staaten wie Frankreich oder die baltischen Staaten sind da etwas leichtfertiger, würde ich sagen. Also da geht doch einiges auch durcheinander in der Allianz. Und man versucht jetzt nochmal die Reihen zu schließen. Ob das Erfolg hat, müssen wir abwarten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warwick. Sehr gerne.